Guten Abend und herzlich willkommen. Ich sehe im Chat schon SF Giants 49er, Dorfkind 86, Erik Manoli, TJ Omar noch immer in der Filerson-Saga verhaftet, Marxi 64, Ingo Nord Bingo und Verse von Felix. Ich begrüße euch alle recht herzlich. Und zudem natürlich auch den Cervanki, Olli 100 Questen und alle, die im Lurk mit dabei sind. Negonaki ist hier und bleibt hier. Diadorian, hallo. Also euch allen ein herzliches Willkommen und ebenso allen, die zuschauen, ohne dass sie sich am Chat beteiligen möchten. Dorosusi ist im Drachenboot mit TJ Omar und ist immer noch dabei, Swafnir zu huldigen, wie es ihm gebührt. Ich habe tatsächlich auch immer noch häufig Rückmeldungen zu die Filerson-Saga. Markus Wegler, guten Abend. Also ich habe immer noch mal wieder Rückmeldungen zur Filerson-Saga, auch gerade heute noch mal zwei. Also, dass man auf den Social Media Leute sieht, die jetzt eben sich durch diese Saga durcharbeiten und die halt lesen und dabei ihre Freude haben. Das ist natürlich eine schöne Sache. Heute kann ich schon mal sagen, der Schwerpunkt der Sendung wird darauf liegen, dass der Kurt-Laßwitz-Preis seine Nominierungslisten für dieses Jahr herausgebracht hat. Und die werden wir uns mal anschauen. Das kann nur so ein First Look sein. Noch habe ich mich da nicht im Detail mit den Nominierungen auseinandergesetzt. Zu einigen kann ich trotzdem schon was zu sagen, aber zu vielen kommen wir eben nur mal gucken, was denn so da so steht. Aber auch das ist ja interessant. Ein paar andere Sachen habe ich auch noch. Ich muss leider wieder mit einem traurigen Thema beginnen. Ich bin selbst satt, aber ich kann da auch nicht so drüber weggehen. Es ist wieder jemand gestorben, den vermutlich außerhalb der Literatur, des Literaturbetriebs, also der Leute, die sich mit der Erstellung und so weiter von Literatur beschäftigen, da wird man ihn nicht kennen, wenn man jetzt einfach Leserin oder Leser ist. Aber innerhalb des Literaturbetriebs war er schon eine Größe. Mein Literaturagent Lars Schulze-Kossak ist gestern verstorben und das macht einen schon traurig. Es gibt viele, viele Leute, die ihn deutlich besser kannten als ich. Die werden da auch klügere Dinge über ihn zu ihm als Nachruf formulieren. Was ich sagen kann, ist, wir hatten einen wirklich, wir waren so auf einer Wellenlänge. Man kennt das ja manchmal. So Leute, die man gar nicht so oft trifft, mit denen man sich gar nicht so oft austauscht, die man gar nicht so häufig spricht. Aber immer wenn man Kontakt hat, es braucht eigentlich nur das guten Tag oder Hallo und schon hat man die Basis und kann direkt sehr tief in der Substanz miteinander sprechen. Und das war bei mir mit dem Lars Schulze-Kossak so. Den habe ich auf der Gartenparty zu einem Verlagsjubiläum des Piper Verlages getroffen. Und etwas später ist er dann mein Literaturagent geworden. Und man kann auch wirklich sagen, er hat immer dran geglaubt, dass aus mir mal was wird. Also sprich, dass ich da auch mal wirklich größere Erfolge mal haben werde und also mehrwöchig auf der Spiegel-Bestsellerliste stehen werde und so weiter. Was sich zumindest bisher nicht realisiert hat, aber es hilft schon, wenn Leute, die ja nun einfach viel Ahnung haben, die also sich gut auskennen, auch mit vielen Büchern, vielen Stoffen, vielen Manuskripten, wenn die sagen, ja, im Moment, bislang hat es noch nicht so geklappt, aber wir sollten das versuchen, wir sollten da am Ball bleiben, wir sollten noch mal was Neues ausprobieren und das wird klappen, ne? Und
Das ist schon sehr ermutigend und das war in dem Fall wirklich so. Also ich kann mich noch daran erinnern an ein Telefonat, wo er gesagt hat, deine Bücher habe ich wirklich besonders gern hier als Belege bei mir im Agenturregal stehen. Ja, das ist eine Stimme, ein Kopf, der uns fehlen wird in der deutschen Literaturlandschaft. Sehr, sehr schade, aber da wir ja immer nur so schlaglichtartig Kontakt haben, wie gesagt, es gibt halt Leute, die da deutlich besser hinkamen. Zum Beispiel Peter Wohlleben, den werden viele von euch kennen als Autor von Das geheime Leben der Bäume. Denn mit Peter Wohlleben ist, der war auch in seiner Agentur und da ist der Lars Schulze-Kotzak auch auf Tour gewesen. Ich glaube sogar mehrfach um den Übersee und alles. Und da war der Kontakt sicherlich dann auch enger. So, Vespaginus ist zu uns gestoßen. Die Gabi Adam und Brausepaul 1977. Hallo. Negonaki, mir ist neulich mal die Frage gekommen, warum eigentlich der Kurt-Laßwitz-Preis als wichtigster Preis für die Science Fiction in Deutschland gilt. Liegt es am Abstimmungsmechanismus? Ich schiebe die Frage ein bisschen nach hinten, erinnere mich bitte dran, wenn ich sie vergesse und möchte sie eingangs beantworten, bevor wir dann wirklich über den Kurt-Laßwitz-Preis und die Nominierungen dieses Jahr sprechen. Da wollte ich nämlich einleitend ein bisschen was dazu sagen. So, den Kanon mechanischer Seelen habe ich euch letzte Woche schon präsentiert. Inzwischen ist es mir gelungen, die Besprechung dafür zu drehen. Und die Leute, die Rabenspione sind oder einen höheren Level bei mir auf Patreon haben, ich gebe euch nochmal schnell den Patreon-Link. Die können das Video auch schon anschauen. Die anderen müssen aber nicht traurig sein, denn am Montag werde ich das für die Öffentlichkeit freischalten. Und dieses Mal gibt es eine Besonderheit, weil ich von einem Kollegen wusste, dass er dieses Buch also sehr gern hat und das auch sehr gut kennt. Und der das auch öfter als Referenzpunkt verwendet. Und der hat mich unterstützt. Also dem durfte ich ein paar Fragen zu dem Buch stellen. Und die hat er da beantwortet. Ich glaube, das macht diese Besprechung noch ein bisschen lebendiger. Also da können die Leute, die bei mir auf Patreon sind, direkt schon reinschauen. Also vielleicht, wenn jetzt dieser Stream hier vorbei ist. Und die übrigen dann am Montag. So, dann nähern wir uns mal der Geschichte mit den Preisen. Vorab habe ich aber noch einen Einschub. Und zwar habe ich jetzt durchgelesen, Picknick am Wegesrand von Arkadi und Boris Strugatzki, die ich letzte Woche fälschlicherweise in Polen verortet habe. Das stimmt nicht. Danke, da haben mich einige darauf aufmerksam gemacht. Die beiden sind selbstverständlich Russen gewesen. Und ja, die haben also verschiedene wichtige Werke der Science Fiction zur Science Fiction beigetragen, unter anderem eben Picknick am Wegesrand, das nun wirklich als ein ganz großer Klassiker gilt. Picknick am Wegesrand, so richtig lang ist es nicht. Es hat hier in meiner Buchausgabe, das ist die eigentliche Geschichte, geht bis Seite 188, allerdings sehr dünn gedruckt, also mit einer normalen oder üblicherweise gesetzten Taschenbuch wäre es wahrscheinlich das Doppelte, also 350, vielleicht knapp 400 Seiten. Aber ist jetzt kein Wälzer. Worum geht es? Wir steigen ein in die Geschichte. Nachdem schon einige Zeit her ist, dass es offensichtlich außerirdische Besucher auf der Erde gegeben haben muss. Denn es gibt über den Erdball verstreut sechs Zonen. Und in diesen Zonen gibt es also rätselhafte Artefakte. Das erste, das uns da begegnet, sind zwei Metallscheiben, Kupferscheiben, glaube ich. So Untertassen groß
Und die sind durch nichts miteinander verbunden, was man irgendwie messen oder erfassen könnte, bleiben aber immer im exakt selben Abstand zueinander. Man kann sie weder zusammendrücken noch voneinander trennen. Seltsame Dinge, ja. Und von diesen Sachen gibt es also viele. Viele sind einfach rätselhaft in diesen Zonen. Manche sind auch gefährlich, aber nicht, weil sie jetzt Waffentechnik wären, sondern einfach, weil es da zu Unfällen kommt. Also kann man sich vielleicht wie so Überschlagblitze oder sowas vorstellen. Und es gibt noch so ein paar auch weitere seltsame Erscheinungen in diesen Zonen, die aber ganz eng umgrenzt bleiben. Es gibt allerdings in der Stadt, in der diese Zone materialisiert ist, die uns hier beschäftigt in diesem Buch, da gab es so eine gewisse Ausstrahlwirkung, also so eine Art Pest, dass da Leute also infiziert wurden, und interessanterweise nehmen die die mit. Also wenn die jetzt auswandern, irgendwohin emigrieren, dann passieren an dem Ort eine statistisch unwahrscheinliche Häufung von Unfällen oder solchen Sachen. Kann man sich nicht so recht erklären. Überhaupt kann man sich wenig erklären. Also keiner weiß, wie diese Außerirdischen aussehen oder ausgesehen haben. Man weiß eigentlich noch nicht mal, ob die wieder weg sind. Jedenfalls hat die niemand gesehen. Und die Figuren, denen wir da begegnen, sind entweder Leute von so einem Institut, die das halt da untersuchen wollen und nicht so recht weiterkommen. Es gibt über die Jahre ein bisschen Fortschritt, also man kann einzelne der Artefakte kann man als Schmuck verwenden, weil die das Licht auf eine ganz seltsame Art brechen, oder als Batterien verwenden, die nie erschöpfen oder so. Und die wesentliche Figur, der wir aber begegnen, das ist ein Schatzjäger. Das ist also jemand, der illegal da eindringt in diese Zone und da alles rausschleppt, was er rausschleppen kann, weil es immer Käufer dafür gibt, für diese rätselhaften Artefakte. Das wirkt sich grundsätzlich immer negativ aus auf diese Schatzjäger, also so ähnlich wie, kann man sich vorstellen, wie eine Strahlenkrankheit oder so. Nur, dass es eben keine Strahlenkrankheit ist, sondern offenbar das Erbgut beeinflusst. Also die Tochter dieses Schatzjägers, die hat dann einen Pelz zum Beispiel, ja, also wie ein Affe im Grunde. Und so solche Seltsamkeiten, die treten immer bei dem Nachwuchs auf von diesen Schatzjägern. So. Bis zum Ende des Buchs bleibt das alles sehr rätselhaft. Und ich habe mal wieder festgestellt, ich kann mit dieser Art von, mit ganz präzise mit dieser Art eine Geschichte zu erzählen, kann ich einfach nichts anfangen. Und das hat wahrscheinlich hier zwei Gründe. Also es ist nicht so schlimm, wie ich das Strugatzki-Buch von früher, von vor 20 Jahren oder wann ich das gelesen habe, im Gedächtnis habe. Man kann das schon ganz gut weglesen hier, Picknick am Wegesrand, aber das hat auf der einen Seite so dieses wirklich alte, das ist halt von, ich glaube, von 1960ern irgendwann, 1972, also mein Geburtsjahr, da ist das also erstmals erschienen. Und das ist einfach mit Ausnahmen, ist das so eine Zeit, die ist zwar die Golden Age of Science Fiction, weil da eben unheimlich viel ausprobiert wurde und viele Ideen neu eingebracht wurden. Aber ich habe mal die These, dass damals dann dadurch eben diese Art zu erzählen, von diesen Dingen zu erzählen, von Außerirdischen zu erzählen, von rätselhaften Artefakten zu erzählen, also von diesen Science-Fiction-Topoi zu erzählen, damals einfach noch nicht erprobt und ausgereift war. Da musste man eben viel ausprobieren. Und das klappt eben in der Regel am Anfang nicht, wenn man was ausprobieren muss.
Und so ist das da auch. Also vielleicht fehlte denen damals auch die Kinoerfahrung, die wir jetzt alle haben, wie man eben das mit einer gewissen Ästhetik präsentieren kann, diese Sachen, ja, und was man da alles an Sense of Wonder und Staunen aufbringen kann und aufbieten kann. Das ist das Erste. Das Zweite ist, es kommt halt aus der Sowjetunion, ne? Und es hat so diese typische. Also für mich, ich habe jetzt einen begrenzten Einblick, aber für mich diese typische Grundstimmung, Grundhaltung des sozialistischen Erzählens. Also das ist ein Buch wie ein Plattenbau, könnte man sagen. Die Hauptfiguren sind alle irgendwelche Verlierer, die erwarten auch nichts vom Leben. Grundsätzlich ist da jeder erstmal Alkoholiker. Ich habe einen von aus einem anderen Buch habe ich im Gedächtnis die Aussage, ja, da fragt jemand eben eine junge Frau, sind Sie denn eigentlich geschieden? Und sie antwortet, ja klar, in Moskau ist doch jeder geschieden. Das ist so dieses Scheitern und diese Aussichtslosigkeit als Lebenshaltung ist so etwas. Das macht es mir sehr schwer, mich mit diesen Figuren zu identifizieren. Und da bin ich dann wahrscheinlich doch viel mehr in dieser amerikanischen Erzählhaltung mit drin. Nichtsdestotrotz kann ich absolut verstehen, warum das so ein Klassiker ist, weil es nämlich dieses Thema des Geheimnisvollen im Außerirdischen perfekt durchdekliniert. Also als Ideenliteratur, nicht als Spannungsliteratur. Ist das schon sehr gelungen. Der Meinung ist auch Stanislaw Lem, der ist aber jetzt Pole, habe ich extra nochmal nachgeguckt. Und Stanislaw Lem war in Kontakt mit den Strugatzki-Brüdern und hat da über dieses Buch auch gesprochen. Und er vergleicht in einem Nachwort, das Nachwort fand ich viel interessanter als den Roman. Vergleicht er also das mit verschiedenen anderen Science-Fiction-Werken, insbesondere mit Krieg der Welten von H.G. Wells. Und philosophiert recht lang darüber, was denn Science-Fiction so ausmacht. Und da möchte ich jetzt draus zitieren, weil wir ja gleich über einen Science-Fiction-Preis sprechen werden und die Nominierungen dazu. Also. Stanislaw Lem muss man vielleicht noch vorwegschicken, war sehr unzufrieden mit der Science Fiction insgesamt, war also generell der Meinung, dass die im Wesentlichen hinter ihrem Potenzial zurückbleibt und. Also er war selbst zwar einer der bedeutendsten Science Fiction Autoren, hat aber von Science Fiction nicht viel gehalten, wie sie so geschrieben wurde. Also ich steige jetzt einfach mal ein. Er spricht jetzt erst, hat eine Weile was erzählt über Krieg der Welten von H.G. Wells. Wells Mars-Leute sind bei ihrem Angriff freilich durch ihre Situation als Bewohner eines in Wüsten untergehenden Planeten, also sie kommen halt vom Mars, gerechtfertigt, denen die fruchtbare Erde als ein zu erobernder Lebensraum vorschwebt. Doch dieser innerhalb des Sonnensystems begründbare Sonderfall wurde gedankenlos übernommen zum Muster der gesamten Science Fiction. Die Nachfolger übernahmen mechanisch die Schwäche des Meisters. Die auf Wells folgende Fantastik krankte in chronischer Monstrosität der stellaren Eindringlinge. Obwohl sie die Gründe, welche diese bei Wells rechtfertigen, hinter sich ließ. Weil aber die Autoren um jeden Preis den Begründer der Gattung überbieten wollten, überschritten sie in der Darstellung der Grauenhaftigkeit der anderen rasch die Grenzen der Wahrscheinlichkeit. Indem sie diese mit einer immer größeren Macht ausstatteten, füllten sie den ganzen Kosmos mit Zivilisationen, deren Expansionsgelüste völlig irrational sind. Je größer die Macht, die den anderen zugeschrieben wird, umso irrationaler ist ihr Überfall auf die Erde. Die Science Fiction wurde in dieser Phase zu einer Fantastik der Unterstellung und des paranoiden Wahns, denn sie behauptete, die kosmischen Mächte wetzten sich die Zähne nach der Menschheit.
so, als ob die Erde mit ihren Schätzen nicht nur für die Bevölkerung eines kleinen Wüstenplaneten von der Art des Mars, sondern für jede erdenkliche Zivilisation in der Galaxis von unschätzbarem Wert wäre. Dabei ist die Vorstellung, eine solche Macht, die über Armeen von Sternenfahrzeugen verfügt, könne auf unseren Besitz erpicht sein, ebenso naiv wie die Vorstellung, eine irdische Großmacht würde ihre Armee mobilisieren, um ein Lebensmittelgeschäft an sich zu reißen. Die Gestehungskosten der Invasion werden immer höher sein als der Wert der Beute. Invasionshandlungen können folglich nicht durch ein materielles Interesse hervorgerufen sein. Und, und. Also da geht er schon hart ins Gericht mit der Science Fiction, die ihr so kennt. Jetzt hatte ich hier noch eine interessante Stelle, finde ich gleich wieder. Na, ich fange einfach mal hier wieder an. Denn während die Wissenschaftler ernsthaft daran gingen, das Problem der Zivilisationen im Weltall, der Verfahren einer Verständigung mit ihnen zu erörtern, während sie die Hypothese formulierten, dass es vielfältige Formen der Vernunft gebe und nicht alle möglichen Ausgestaltungen des Intellekts sich auf dessen menschliche Gestalt zurückführen ließen, befand sich die Fantastik bereits in den Antipoden eines solchen Denkens und vertrieb durch unverhüllte Anleihen bei Märchen die letzten Reste realistischer Auffassungen aus diesem Bereich. In dem Wunsch, die anderen mit einer immer größeren Macht auszustatten, schrieb sie ihnen bereits proteushafte Fähigkeiten zu. Ein solches Wesen kann sich auf bloßen Wunsch hin in einen Baumstamm, in einen Teil einer Rakete, ja sogar in einen Menschen verwandeln. Es kann auch seinen des Menschen Geist beherrschen, wodurch sich erneut ein altes mythisches Motiv, die Heimsuchung durch einen bösen Geist, verkörpert. Interkulturelle Schranken machte diese Fantastik kurzerhand zunichte, indem sie den anderen irgendeine telepathische Allmacht zuschrieb oder sie gestaltete wiederum die kosmischen Beziehungen zwischen den Planeten nach primitiv vereinfachten Mustern irdischer Herkunft, entsprechend dem Schema des Kolonialismus, des Konquistadorentums, den Regeln der Entstehung imperialer Koalitionen, wobei sie sowohl über alle möglichen Einwände soziologischer Natur als auch über solche physikalischer Art hinwegging. Einwände, die mit den gewaltigen raumzeitlichen Entfernungen im Kosmos zusammenhängen. Mit diesem Handicap wurde sie ein für allemal fertig, indem sie den Sternenreisenden die Fähigkeit zuschrieb, sich mit beliebig großer Geschwindigkeit zu bewegen. Also Hyperraum bei Perirodan oder Linearraum, ja. Kurz, während in Wells bescheidenem Versuch, die Marsleute in Übereinstimmung mit den Daten der Wissenschaft seiner Zeit im realen Kosmos zu Hause waren, wählte die Science Fiction als Wohnung ihrer Wesen einen total verfälschten Kosmos, nämlich astronomisch, physikalisch, soziologisch und schließlich psychologisch. Sie betrieb Raubbau, indem sie auf der Suche nach Inspiration die Lehrbücher der allgemeinen Geschichte ebenso durchstöberte wie das linnäische System, um Saurier mit Fangarmen, bewährte Tintenfische, Krebstiere, Insekten und so weiter mit Vernunft auszustatten. Als auch das abgegriffen war und langweilig wurde, war es mit dem Thema im Grunde vorbei und seinen monströsen Extremismus übernahm von der Science Fiction der drittrangige Gruselfilm, der jeglichen gedanklichen Inhalts vollkommen wahr ist. Ich lese noch mal ein bisschen weiter. Ist ja gerade gut in Fahrt hier, unser Herr Lem. Schriftstellerkreise in Amerika wehren sich gegen eine solche Tatbestandsdiagnose und sie finden Verbündete in den Bücherkäufern. Also jetzt werden wir hier ausgeschimpft.
die sich an eine als wissenschaftliche Fantastik ausgebende, leicht verdauliche Sensationsliteratur gewöhnt haben. Dabei ist der märchenhafte Charakter dieser Fantastik offensichtlich. Niemand fragt danach, warum in den Märchen die Drachen so entsetzlich blutrünstig sind, warum die Hexen in ihnen lieber Kinder als Hühnchen verzehren. Das sind einfach Axiome des Märchens, dessen Welt grundsätzlich parteiisch ist. Das Böse tritt in ihm auf, damit es dem Guten unterliegen kann. Es ist daher klar, dass jenes Böse mächtig sein muss, denn sonst bliebe der schlussendliche Erfolg des Guten auf eine nicht überzeugende Weise blass. Die Welt der wissenschaftlichen Fantastik muss dagegen eine unparteiische Welt sein, in der das Böse nicht deshalb ausgebrütet wird, damit die interplanetar vereinigten Tugenden es besiegen können. Sie ist nicht einmal eine parteiische Welt im negativen Vorzeichen, eine Welt des Antimärchens, in der das schöne, mollige und tugendhafte Gute dafür herangezüchtet wird, dem leibhaftigen Bösen, das es genüsslich aufknabbert, allergrößte Befriedigung zu verschaffen. Eine solche Welt des Antimärchens hat sich nebenbei gesagt der Marquis de Sade einfallen lassen, den man wahrhaft schwerlich für einen Autoren der wissenschaftlichen Fantastik halten würde. Die Welt der Science Fiction muss eine ganz einfach reale Welt sein, eine Welt also, die niemanden von vornherein privilegiert, in der kein Schicksal, sei es im guten, sei es im bösen Sinne, prädeterminiert ist. Da der Mensch kein Engel ist, besteht keine Notwendigkeit, den anderen Engelhaftes zuzuschreiben. Da nun der Mensch, obwohl er Fliegen erschlägt, nicht gerade zu diesem Zweck ans andere Ende der Welt vordringt, haben denn auch die anderen, selbst wenn sie uns als Fliegen betrachten sollten, auf der Erde nicht allzu viel zu suchen? So, also ich höre hier mal auf. Ich könnte hier noch viel weiterlesen. Es ist ein recht langes Nachwort. Wie gesagt, das Nachwort ist für mich eigentlich der Höhepunkt dieses Buches. Vielleicht auch, weil man da selbst als heutiger Science-Fiction-Autor sich öfter mal ertappt fühlt und einem da die Leviten gelesen werden. Also das ist schon recht vergnüglich. Und er kommt halt zu dem Punkt, man muss eigentlich, wenn man sich nicht lächerlich machen will als Science-Fiction-Autor, dem anderen, dem Außerirdischen, seine Rätselhaftigkeit lassen. So wie es Picknick am Wegesrand tut. Und dann stellt er noch eine ganz interessante These auf, wie es denn zu diesen Zonen und zu diesem Besuch dort kam. Ach so, es heißt übrigens Picknick am Wegesrand, das vielleicht mal vorweggeschickt, weil in dem Buch eine der Figuren die These aufbringt, da waren einfach, also die wollten uns nicht erobern, die wollten uns nicht schaden, die wollten uns eigentlich in dem Sinne auch gar nicht kontaktieren, sondern die haben einfach Pause gemacht. Die waren auf der Fahrt und haben dann, wie man das bei einem Ausflug, einem längeren Ausflug vielleicht macht, mal ein Picknick gemacht. Und haben dabei einfach Sachen weggeschmissen oder verloren, auf jeden Fall zurückgelassen und sind dann weitergeflogen. Und das, was man in diesen Zonen sieht und findet, das sind dann eben Dinge, die zurückgeblieben sind am Wegesrand von diesem Picknick. Deswegen heißt das Buch so. Ist aber nur eine von mehreren Thesen, die dort ausgebreitet wird. Vespasianus gefällt das Zitat. Wenn man nicht einen wertigen Grund hätte für eine Invasion Terras, dann versteckt man noch besser heimliche Artefakte in den Tiefen der Sonne. Satellitenstationen, Entitätsleichen, sehr viele Periodenzyklen. Ja. So, jetzt, also, gestählt mit dieser neuen Sicht auf die Science Fiction als solche, trinke ich jetzt erstmal einen Schluck und dann gucken wir uns mal die Nominierungslisten an. Vorweggeschickt, Frage von Negonaki, warum hat der Kurd-Laßwitz-Preis dieses Image, das er hat? Also, es ist eine Kombination aus, ich würde mal sagen, vier Dingen, die miteinander zusammenhängen. Das eine ist, und so primitiv das ist, aber es gibt ihn halt lange. Also er hat irgendwie bewiesen, dieser Preis, dass er Stehvermögen hat. Preise kommen und gehen immer mal wieder. Es gibt ein paar, die sehr langlebig sind, sehr langjährig sind und die einen also je seit Jahrzehnten begleiten, im Falle des Kurd-Laßwitz-Preises seit 1981. Einfach dadurch, dass er da ist, ist er, und solange da ist, ist er schon eine Institution.
Punkt 1. Punkt 2. Viele tolle Leute haben ihn gewonnen. Oder viele tolle Werke, muss man eigentlich sagen. Viele tolle Leistungen haben ihn gewonnen. Das hängt natürlich auch wieder damit zusammen, dass es ihn schon so lange gibt. Hat man halt lange Zeit, dass da irgendwer irgendwas gewinnen kann. Aber wenn man jetzt zum Beispiel in der Romankategorie gewinnt, dann hat man etwas gemeinsam mit Andreas Eschbach und Andreas Brandhorst und solchen Leuten. Und das ist natürlich toll. Also sprich, da haben also Leute gewonnen, die man selbst wahrscheinlich toll findet. Und als Science-Fiction-Fan. Und dann ist es natürlich schön, wenn das auch gewonnen wird und sorgt auch für Aufsehen. Also die und die oder der hat halt denselben Preis gewonnen, den Andreas Eschbach auch mal gewonnen hat. Und vielleicht wird jetzt aus derjenigen dann auch mal eine weibliche Andreas Eschbach demnächst. Ja, kann ja sein. Also, das ist das Zweite. Das Dritte ist, es ist so ein Fachpublikumspreis, wenn man möchte. Also es gibt keine Jury im engeren Sinne, mit der Ausnahme von zwei Kategorien, komme ich gleich drauf. Und es ist auch nicht in dem Sinne ein ganz offener Publikumspreis, dass da jeder mitstimmen könnte, dürfte, wie auch immer, sondern der Treuhänder, der pflegt eine Liste mit allen Leuten, die nach seiner Kenntnis in Deutschland einen Teil ihres Lebensunterhalts mit Science Fiction bestreiten. Das ist etwas schwammig ausgedrückt. Zum Beispiel, wenn jetzt jemand mindestens zwei Romane veröffentlicht hat, dann fällt er in aller Regel darunter und dann ist er abstimmungsberechtigt. Dann darf der nominieren und dann darf der auch basierend auf den zugelassenen Nominierungen dann auch abstimmen, wer denn da gewinnen soll. Also sprich, es hat, obwohl das jetzt auch ein paar hundert Leute sind, trotzdem so ein bisschen diesen Ruf, dass da Leute abstimmen. Also erstens, dass da Leute abstimmen, die Ahnung haben von dem, worüber sie abstimmen, weil sie sich selbst halt mit Science Fiction beschäftigen. Und zweitens ist es so, dass durch dieses Abstimmungsverfahren, da bekommt man also so Stimmzettel zugeschickt, die kann man dann auf Papier oder elektronisch zurückschicken. Aber sowohl das Verschicken der Zettel als auch insbesondere der Rücklauf wird halt kontrolliert. Das heißt, das ganz, ganz, ganz große Problem der Publikumspreise, dass irgendwelche Leute 17 Mal abstimmen oder gar irgendeinen Bot anschmeißen, der dann da ein paar hundert Stimmen einschickt, das kann da nicht passieren. Also da ist völlig klar, es wird eben kontrolliert, wer hat denn jetzt schon geantwortet und dann kriegt er halt so einen Haken auf der Liste. Ja? Und wenn dann von einem Namen zwei Stimmzettel kommen, dann wird halt nachgefragt, was ist denn da los? So, das ist schon mal gut. Und dann gibt es noch einen vierten Punkt. Dieser Preis hat einen Treuhänder, den Udo Klotz. Und wer Udo Klotz kennt, der weiß, als Gott integre Menschen geschaffen hat, stand der ganz vorne. Ja, also einfach durch seine Person strahlt er unheimlich diese Unparteilichkeit aus, kombiniert mit einer großen Fachkenntnis, die man in so einem Job sich wünscht. Und dadurch, dass der macht das jetzt seit über 30 Jahren, also nicht ganz von Anfang an, aber doch seit Jahrzehnten. Und dadurch, dass er da im Grunde mit seinem Namen für steht, dass er sagt, hier ist jetzt nichts geschoben worden, ja, das ist alles mit rechten Dingen zugegangen, das verleiht dem Preis auch ein großes Renommee. Jetzt könnte man vielleicht noch als einen Punkt anführen, den halte ich aber nicht für so entscheidend, dass die auch immer verliehen werden und eine Laudatio kriegen. Also es gibt eine kleine Verleihungszeremonie auf irgendeinem Science-Fiction-Con. Und hallo Nina McKay übrigens, Kollegin. Und es gibt eben eine schöne Laudatio noch so mit dazu. Also das trägt auch so ein bisschen dazu bei, dass der so einen gewissen Ruf hat, dieser Preis auch. Das sind die Gründe dafür. So, jetzt habe ich schon ein bisschen erzählt von dem Verfahren. Was jetzt gestern passiert ist, ist, dass diese Vorschläge, die von den Abstimmungsberechtigten kamen, was man denn mal auf den Stimmzettel schreiben könnte,
dass die gesichtet worden sind. Das macht einerseits der Treuhänder selbst. Der hat da auch schon ein bisschen ausgefiltert und hat gesagt, hier das Erscheinungsjahr, das passt eben nicht mit dem Zeitraum zusammen, für den wir die Preise vergeben oder sowas. Ja, also das hat er schon mal durchgeguckt, hat da ein paar Sachen rausgekämmt. Und dann gibt es noch so ein Vorauswahlgremium. Das Vorauswahlgremium kann das auch noch mal machen und kann halt sagen, hier die Nominierung ist also nicht zulässig. Ich fand interessant, in dem Anschreiben erzählt er da immer mal ein bisschen was zu. Offenbar wurde ein Werk wegen offensichtlichem Sexismus aussortiert, was mich ja jetzt besonders neugierig macht, was das wohl für ein Werk ist. Also, aber das hat er leider nicht verraten. Jedenfalls, das wurde rausgekämmt. Und sie können aber auch, und das ist wohl auch dieses Jahr passiert, sagen, Nominierungen hin oder her, da gibt es jetzt eine Leistung in einer dieser Kategorien, die es also herausragend hat, aber nicht so die Öffentlichkeit gefunden. Und die nehmen wir jetzt noch zusätzlich mit auf den Stimmzettel. Passiert nicht oft, aber dieses Jahr ist es mindestens einmal wohl passiert. Also so ist das Verfahren. Und dadurch ist jetzt diese Liste, die wir uns jetzt gleich angucken, die ist dadurch zustande gekommen. Und seit gestern kann man eben als einer dieser Abstimmungsberechtigten jetzt abstimmen. So, jetzt Obacht, das ist ein bisschen ungewöhnlich, das Verfahren, dass das jetzt auch jeder begreift. Also, in jeder Kategorie darf man abstimmen und in jeder Kategorie hat man die Möglichkeit, 5 der Nominierten mit Punkten zu bedenken. Ja? Und zwar mit unterschiedlich vielen. Man darf in jeder Kategorie einmal 5 Punkte vergeben, einmal 4, einmal 3, einmal 2 und einmal einen Punkt. Muss man aber nicht. Ich kann auch sagen, ich stimme nur für ein Werk. Das finde ich total überragend. Das kriegt 5 Punkte, die anderen kriegen nichts. Oder man kann sagen, das habe ich zum Beispiel letztes Mal gemacht, da hatte ich von den nominierten Romanen immerhin 4 gelesen. Und ich fand also einen davon, der hatte also ein bisschen Abstand, der lief dem Feld schon voraus und dem habe ich also 5 Punkte gegeben. Und dann habe ich meinen 4-Punkte-Slot habe ich freigelassen. Ich habe also keinem Werk 4 Punkte gegeben. Ich habe aber dann einem Werk 3, einem Werk 2, einem Werk einen Punkt gegeben. Ja, also so kann man das dann so ein bisschen jonglieren und da dann eben ja, also seiner Wertung da Ausdruck verleihen. Das hat alles Vor- und Nachteile, wie jedes Verfahren. Das diskutiere ich jetzt mal nicht, denn jetzt sind wir ja alle gespannt. Was ist denn jetzt nominiert worden? So, also hier ein bisschen Vorrede. Ich kann euch auch mal den Link reinpacken, dass ihr da parallel auch mal ein bisschen gucken könnt. Hallo T-Dinner. Kommst genau richtig zum Hauptinhalt meines Streams heute, nämlich den Kurt-Lasswitz-Preis-Nominierung. So, und jetzt gibt es hier eben verschiedene Kategorien. Ne? Also hier zum Beispiel bester deutschsprachiger Science-Fiction-Roman mit Erstausgabe 2023, beste Erzählung, das heißt, das sind so kürzere Texte halt, ausländisches Werk und. Und ich fange mal unten an. Das geht wahrscheinlich dann auch, kommt man schneller mal vorwärts. Also, das ist dieses Jahr, gibt es das hier zum ersten Mal. Das gab es in den anderen Jahren nicht. Da wurde auch mit abgefragt, ob es diese Kategorie überhaupt geben soll. Und offensichtlich hat sich die Mehrheit der Leute, die da abgestimmt haben, dafür entschieden, dass es die geben soll. Sonderpreis kritisch engagiert intersektional im Bereich der deutschsprachigen Science Fiction 2023. Sagt man halt, der Kurt Laßwitz, das war ein Pazifist und Humanist, der Namensgeber des Preises, der hätte das bestimmt gerne gehabt, wenn da auch Werke ausgezeichnet werden, die sich dafür einsetzen, dass man eben friedlich und gut miteinander zusammenlebt. Und da gucken wir doch mal, ob wir da was finden. So, und das sind hier die Nominierungen. Einmal hier unten das Magazin Quer, sagt man eigentlich Quer oder Queer? Queer, glaube ich. Queerwelten, dass sich also darauf, hier die Herausgeberin, ja, und dass sich da also drauf spezialisiert hat,
Geschichten und Texte und Beiträge und alles Mögliche zu veröffentlichen, die also den Leuten, die eben keine cis-normative Geschlechtsidentität oder Präferenz oder sowas haben, dass es also diesen Leuten auch mal dann eine Stimme gibt und dann auch deren Texte mal zu Gehör bringt. Wir werden nachher sehen, dass auch aus diesen Queer-Welten-Magazinen einige Geschichten nominiert wurden. Also so ganz schlecht kann das nicht sein, was da drin ist. Dann gibt es das Projekt Kongress der Utopien, also positive Zukunftsvorstellungen entwickeln. Da haben sich einige Leute zusammengetan, ja, und haben da also so eine Veranstaltung, rufen die da ins Leben. Dann, da kann ich jetzt was zu sagen, weil ich das nämlich mit vorgeschlagen habe. Das Team vom Hirnkost Verlag, die haben nämlich herausgebracht eine Anthologie mit israelischer Science Fiction, Science Fiction. Mal groß hier. So, das habe ich tatsächlich vorgeschlagen in dieser Kategorie und offensichtlich war ich nicht der Einzige, denn es musste also mehrfach vorgeschlagen werden, damit man da also zur Wahl steht. Und warum die anderen das vorgeschlagen haben, weiß ich nicht. Ich habe das vorgeschlagen, weil ich mir dachte, ja, wenn es darum geht, friedlich zusammenleben und also offen und tolerant miteinander zusammenleben. Wir haben in Deutschland einfach die Situation, dass Synagogen, also jüdische Gotteshäuser, ganz, ganz häufig in ganz vielen Städten unter Polizeischutz stehen müssen, weil es immer noch gefährlich ist, als Jude zu leben in Deutschland. Das ist eigentlich ein Unding. Und wir erleben ja viel Antisemitismus einfach in unserer Gesellschaft. Das ist leider so. Das ist sehr, sehr, finde ich, sehr, sehr bedauerlich. Und dann als Verlag hinzugehen und zu sagen, komm, wir machen hier eine Anthologie speziell mit israelischer Science Fiction und setzen damit ein Zeichen, dass eben dieses israelische, schrägstrich jüdische Leben, diese Kultur, dass die für uns interessant ist, dass die in unserer Kultur einen Platz hat, dass es ein Teil auch der deutschen Kultur ist und dass unser Verhältnis zu Israel ein ganz besonderes ist. Das finde ich erstens mutig, zweitens gut und drittens preiswürdig. Und deswegen habe ich das mit vorgeschlagen und freue mich, dass das offensichtlich auch andere Leute so gesehen haben. Also, und dann gibt es noch die Videoreihe Diverser Lesen mit Ask. Ask ist, wenn ich mich nicht völlig vertue, der Spitzname hier von. Jetzt weiß ich leider nicht, ob ich das richtig ausspreche. Askin Hayat Dogan, also ein homosexueller Muslim, der jetzt auch nicht hier diese komplett weiße Haut hat. Deswegen also da in verschiedenen Bereichen da aus eigener Erfahrung sprechen kann, wie das denn ist, wenn man in einer Minorität zugeordnet wird. Und da dann möglicherweise Diskriminierung erfährt und dann eben seine Videoreihe machen kann und da dann Tipps geben kann, wie man etwas divers sein Leseverhalten in der Science Fiction gestalten kann. Negonaki fragt, kann man beliebig viele Vorschläge pro Kategorie einreichen? Ja, kann man. Also kann man. Man muss allerdings für jeden Vorschlag auch eine Begründung liefern. Das machen die deswegen, vielleicht auch aus leidvoller Erfahrung, weil die gesagt haben, sonst wird alles vorgeschlagen, was irgendwer gut fand. Aber dass es einfach nur gut ist, heißt ja nicht unbedingt, dass es preiswürdig ist. Das ist ja vielleicht nochmal ein Unterschied. Gehen wir mal zur nächsten Kategorie. Sonderpreis, also hier hat man schon gesehen, das ist eine recht vielfältige Sache hier, dieser Sonderpreis kritisch engagiert intersektional. Da kann man viele verschiedene Sachen drunter fassen. Die nächsten beiden Kategorien sind auch so. Das sind eigentlich, wenn man so will, sonstiges Kategorien, die eben jetzt nicht für irgendwas genau Definiertes stehen, sondern wo man viele Sachen nominieren kann. Sonderpreis langjährig. Jörg Weigand für jahrzehntelanges Engagement im Bereich der Science-Fiction, Fantastik und der Unterhaltungsliteratur als Herausgeber und Sachbuchautor.
Ja, also Jörg Weigand ist zum Beispiel jemand, der auch ganz oft mit dabei ist als Herausgeber, wenn es um Anthologien geht. Ja, also daher kennt man den Namen, glaube ich, schon recht gut. Vielleicht auch andere Leute noch aus anderen Bereichen. Ich kenne ihn primär als Herausgeber von Anthologien. René Moreau, Olaf Kemmler, Heinz Wipperfürth und Hans-Jürgen Kugler für 20 Jahre Exodus im neuen Gewand. Exodus ist eines der beiden, vielleicht kann man heutzutage sogar sagen drei, bedeutenden Magazine zur Science Fiction in Deutschland, die jetzt nicht an einen Verein, also keine Vereinsmagazine oder sowas sind. Die beiden anderen sind Nova und möglicherweise darf man inzwischen schon das Future Fiction Magazine ebenfalls dazu zählen. Das gibt es aber noch nicht so lange. Also vielleicht sollte man da noch ein bisschen abwarten. Aber auf jeden Fall Nova und Exodus sind so die beiden großen. Die bieten die Möglichkeit, kürzere Texte, also Kurzgeschichten, zu veröffentlichen außerhalb von Anthologien, also in so einem Magazinformat. Und das Exodus hat noch die Spezialität, dass es zusätzlich eben auch sehr stark grafische Kunst präsentiert. Und das gibt es jetzt 20 Jahre und da sind die jetzt vorgeschlagen, dass man sagen kann, hier langjährig haben die das mitgeprägt. Und da habe ich natürlich einen starken persönlichen Bezug zu. Arndt Drechsler-Sakschewski. Ihr wisst, leider verstorben im vergangenen Jahr, sehr überraschend für uns alle. Einer der Haupttitelbildzeichner für Perry Rhodan, aber nicht nur. Also er hat auch, das wird uns gleich nochmal in der Grafikkategorie begegnen, für andere Verlage gezeichnet und Titelbilder erstellt und sowas. Und bis hinein, also tief hinein in Fankreise gewirkt. Also er war jemand, der war bekannt dafür, wenn man jetzt ein Fanzine hat und man braucht ein Titelbild, dass er da eigentlich immer offen für war. Und er war selbst auch nicht nur ein großer grafischer Künstler, sondern ein durch und durch begeisterter Science-Fiction-Fan. Also was der alles gelesen hat, ja, was der mir alles an Tipps gegeben hat und worüber der alles mit mir und sich unterhalten hat, über welche Bücher und so weiter, das war schon enorm. Und das war eine tolle Sache. Und bei mir selbst hat er ja das Titelbild zu dem Roman Drachenmaar gemacht. Das kennt ihr ja, also zu der Neuauflage. Aber ich denke, die meisten, die hier diesen Kanal anschauen, werden ihn wahrscheinlich kennen von Perry Rhodan, weil er da wirklich unheimlich viele Titelbilder beigesteuert hat und die auch extrem beliebt gewesen sind. So, der ist jetzt vorgeschlagen. Hier geht es ja um langjährige herausragende Leistungen für sein Lebenswerk, posthum leider. Das ist ja dann klar. Also das fasst dann alles zusammen, was er für Perry Rhodan gemacht hat, was er für die Fans gemacht hat, was er für andere Verlage gemacht hat, alles zusammen. Und das halte ich auch für extrem, ohne jetzt die anderen schmälern zu wollen, die anderen Nominierungen, das halte ich schon für extrem berechtigt, weil er wirklich eine prägende Gestalt war, die, wenn man so möchte, der Science Fiction in Deutschland auch ein Gesicht gegeben hat. Also die auch wirklich da die Optik der Science Fiction in Deutschland geprägt hat. Also. So, was haben wir dann noch? Einmalige herausragende Leistungen. Also einmalig habe ich mir sagen lassen, ist alles, was weniger als 5 Jahre ist. Also wenn man 2, 3, 4 Jahre irgendwas macht, ist immer noch einmalig. Ab 5 Jahre ist es dann mehr langjährig. Langjährig, genau. So, hier haben wir jetzt einige Nominierungen, die ihr kennen werdet. Ich gehe auch wieder von unten nach oben durch. Yvonne Thunert ist also eine ganz rührige Rezensentin insbesondere, aber auch Autorin von Kurzgeschichten, die auch gerne im englischsprachigen Raum mitliest, ja, und sich da auch gut auskennt. Und sie hat halt einen Podcast, nämlich den Podcast Literatunat heißt er.
Und da kann man also dann über ihre Leseerfahrung, kann man da partizipieren, ne? So, dann Gregor Sedlak. Da kommt die erste Perry-Rhodan-Nominierung für die künstlerseitige Organisation der Science-Fiction-Wisszeichnungsausstellung in Linear Träumen im Industriesalon in Berlin-Schönweide. Lange Begründung, was ist damit gemeint? Risszeichnungen kennt ihr alle, also kennt ihr aus Perry-Rhodan. Jetzt kann ich ja mal gucken, ob ich hier zufällig habe ich da natürlich jetzt. Das hätte ich jetzt vorher mal einen raussuchen sollen, in dem es auch eine Risszeichnung gibt. Jetzt habe ich hier natürlich keinen, in dem eine Risszeichnung drin ist. Das ist schade. Technische Zeichnung. Es wird dargestellt, etwas im, genau. Danke, Markus Regler, Risszeichnungsjournal. Kann ich eigentlich direkt mal anklicken, dann kann ich da auch mal was zeigen. So. Das ist doch eine schöne. So. Muss mal eben das Fenster hier zurecht schieben. Also mache ich das mal weg. Das ist jetzt eine Risszeichnung von dem Gregor Paulmann, die man unter der Adresse findet, die der Markus Riegler uns hier zur Verfügung gestellt hat. Das ist also so ein Kugelraumer bei Perry-Rhodan und da seht ihr, der ist aufgerissen. Ja, also da ist also die Raumschiffhülle ist mal aufgemacht, dass man mal gucken kann, wie es innen drin aussieht. Und hier unten drin seht ihr, das ist das Bild von oben. Das ist dasselbe, nur mit Nummern drin. Und hier in den Nummern ist dann immer erläutert, was denn das alles so ist. Also, typisch deutsche Geschichte eigentlich. Und führt immer zu Amüsement auf internationalen Conventions, wenn ich sowas zeige. Ja, ihr Ingenieursvolk und so weiter. Aber ist ja nicht schlimm. Also das ist einfach vielleicht eine eigene Art, dass wir immer gerne wissen wollen, wie denn die Schrauben zusammengedreht gehören, dass man jetzt hier sich so einen Kugelraumer bauen kann. Und diese Dinger, also diese Risszeichnungen hier, die wurden also jetzt ausgestellt in Berlin Schönweide. Und das ist also eine recht lange laufende, also sogar verlängert worden, war da mehrere Monate, eine Ausstellung gewesen, die eben dem interessierten Publikum das mal näher gebracht hat, diese Kunstform. Und Gregor Sedlak hat da auch eine Online-Führung mitgemacht. Ihr könnt hier sehen, da kann man das Video zur Veranstaltung, kann man sich anschauen. Es gibt hier Webseite zur Veranstaltung, das ist fast sowas wie ein Katalog eigentlich. Also könnt ihr, wenn ihr Lust habt, da jetzt über den Link zum Kurt-Laßwitz-Preis euch hier durchklicken und könnt euch da nochmal informieren und auch viele Sachen anschauen. Die schöne Weide, Solilonqui of Chaos, habe ich doch gesagt, oder nicht? Ach, Schönweide steht hier. Ah, Donnerschlag. Und richtig ist schöne Weide. Ja, jedenfalls, wo auch immer das stattgefunden haben mag, er war achtmal da, Donnerschlag. Ja, also wo immer das, lass doch mal gucken, Webseite zur Veranstaltung, was steht da denn? Hier steht Schönweide, also mit E ist richtig. Das werde ich dem Treuhänder, dem Udo Klotz, werde ich das schreiben und dann wird er das bestimmt auch bald korrigieren, dass das hier dann richtig steht. So.
Jedenfalls, da konnte man dann auch als Normalsterblicher konnte man da hingehen und konnte sich diese Risszeichnungen anschauen. Und da sind viele Originale gewesen. Die sind ja dann viel größer als das, was abgedruckt werden kann in so einem Heftroman, viel großformatiger. Und konnte sich das da also anschauen. Und ich habe leider nur die Online-Führung gesehen, aber das war schon unglaublich interessant. Und das ist natürlich, stelle ich mir sehr aufwendig vor, da jetzt so eine Ausstellungslocation dazu zu bringen, sowas auszustellen und das mal zu probieren. Und dem muss man erst mal erklären, was ist das überhaupt und so weiter. Und das hat er also geschafft, der Gregor Sedlak. Und dadurch ist eben dieses in linear Träumen da entstanden und man kann dafür abstimmen. So, jetzt kommt Rainer Schorm und Jörg Weigand für die Herausgabe der Anthologie Die Zukunft im Blick. Rainer Erler zum 90. Geburtstag. Hier sehen wir zum Beispiel Jörg Weigand, der ja für langjährig da auch für sein Engagement auch vorgeschlagen ist. Und Rainer Schorm kennen die Leute ganz besonders gut, die Perry Rhodan Neo lesen. Da ist er nämlich einer der beiden Exposé-Autoren und auch jemand, der sehr viel selbst schreibt für Perry Rhodan Neo. Also auch bei Perry Rhodan ein bekanntes Gesicht. Wer ist denn jetzt Rainer Erler, der hier mit der Anthologie geehrt wird? Das ist jemand, der insbesondere sich um die deutsche Science-Fiction im Film verdient gemacht hat. Es gibt zum Beispiel die Reihe Das Blaue Palais. Die kennen viele. So, was kommt jetzt? Hannes Riffel, auch ein sehr rühriger Mensch, der hat zum Beispiel Fischer Tor mitgegründet. Und der hat inzwischen hat der Fischer Tor verlassen, hatte vorher übrigens Golconda als Verlag. Ist ein sehr rühriger Übersetzer auch und hier nominiert für die Gründung und das erste Programm von Carcosa, insbesondere die Veröffentlichung von Ursula K. Le Guins Roman Immer nach Hause, ist nämlich ein bedeutendes Werk von Ursula Le Guin, der bedeutenden Autorin, das es aber bislang nie nach Deutschland geschafft hat. Wahrscheinlich, weil es zu so dick ist. Carcosa hat tatsächlich ein hochinteressantes Programm. Inzwischen ist auch das zweite Programm, liegt auch vor, was die da vorhaben. Also sehr engagiert und bringt eben viele Dinge, die ja so im Bereich der Klassiker oder der genreprägenden Veröffentlichungen sind, wo eben auch mal neue Dinge ausprobiert wurden. Hannes Riffel springt da also nochmal in den Ring. Und bringt uns diese Dinge jetzt hier nach Deutschland. Das ist schön. Dann, vergangenes Jahr, das erste Mal stattgefunden, hat der Metropolcon 2023 in Berlin. Berlin, schwieriges Pflaster für Conventions. Aus irgendeinem Grund. Es ist ja nun keine kleine Stadt. Aber gerade was so Science-Fiction-Conventions angeht, wirklich, wirklich schwierig. Es gab da diverse Versuche, da immer mal wieder was zu machen. Das ist jetzt der neueste Metropolcon. Habe ich viel Gutes von gehört. Ich wollte auch hin, aber es war letztes Jahr gleichzeitig mit der Fantasy Basel, auf die ich eingeladen war. Deswegen ging das nicht. Aber alle Leute, die da waren, haben mir gesagt, das war eine tolle Sache. So, dann Marianne Labisch, Uli Bendig, Mario Franke und Thorsten Loff für die Herausgabe von Science Fiction, Art und Kalendergeschichten. Das ist ein Kalender. Und ja, der ist da, das ist auch mal eine schöne Idee. Wir bei Perry Rhodan kennen das ja, dass es Kalender gibt. Hier ist jetzt mal ein allgemeiner Science-Fiction-Kalender mit Kalendergeschichten noch mit dabei. Thorsten Loff kennt ihr als regelmäßige Zuschauer meines Kanals, weil der auch mal bei mir zu Gast war und mal erzählt hat, wie es in so einem Kleinverlag zugeht. Sehr rühriger Verleger, ist also ständig auf diesen kleinen Conventions mit seinem Präsentationsstand, also und macht sich auch sehr verdient um diese Kurzform, also Kurzgeschichten, Anthologien, das ist so ein Schwerpunkt, den er in seinem Verlagsprogramm hat. Dann kommt Fritz Heidorn. Mal eben gucken. Ja, das habe ich sogar. Fritz Heidorn, das Klimahaus Bremerhaven.
die Deutsche Klimastiftung und der Hirnkost Verlag für den Literaturwettbewerb Klimazukünfte 2050 und die Herausgabe der dazugehörigen Anthologie, nämlich dieser hier. Also besitze ich, nicht, dass ich es gelesen hätte, aber ich besitze es. Das ist ja schon mal erster Schritt. Und ja, da weiß ich auch, da gibt es inzwischen eine neue Runde. Also es gibt jetzt wieder Klimazukünfte, bla bla bla. Also wenn ihr Kurzgeschichten schreibt und euch dieses Klimathema liegt, dann schaut gerne mal auf der Webseite von dem Hirnkost Verlag vorbei. Da müsste es Informationen zu der Ausschreibung geben. Also wenn ihr da Spaß dran habt, dass ihr dann da auch dran teilnehmen könnt. Untertitel Geschichten unserer gefährdeten Welt. Ja, genau. Also das ist natürlich ein sehr engagiertes Projekt auch und deswegen ist das da auch als besondere Leistung nominiert. So, jetzt kommt jemand, den ihr garantiert kennt. Ich. Ich bin auch nominiert, Applaus, Applaus, für die Organisation der deutschen Beteiligung am European Science Fiction Award. Also, habe ich euch mehrfach von erzählt. Ich halte das hier jetzt kurz. Ich bin jetzt seit mehreren Jahren tätig dabei, in Deutschland das zu moderieren und zusammenzustellen, was wir denn in verschiedenen Kategorien nominieren können für die Awards auf europäischer Ebene. Und jetzt ist das ja für 2023 gedacht, also einmalige Leistung 2023. Da ist es tatsächlich so, nachdem das viele Jahre brach gelegen hat, wir also aus Deutschland überhaupt keine Nominierungen eingereicht haben, wir also gar nicht auf dem Spielfeld waren, konnten wir letztes Jahr zwei Preise mit nach Hause nehmen, nämlich den Preis für das Best Magazine, für das Future Fiction Magazine, die deutsche Ausgabe davon, und den Chrysalis Award für Altimira. Also zwei Preise haben wir da bekommen. Das ist natürlich schön, das ist so ein Newcomer Award, der Chrysalis Award. Meine Aktion dabei war eben, die Vorschläge zu sammeln und zu ermitteln, wem wir denn da jetzt vorschlagen. 5 Punkte für Robert, Dankeschön, Maxi64. Und dann auch das zu präsentieren. Ich konnte nicht selbst nach Uppsala fahren in dem Jahr, weil da der Garching-Con gleichzeitig gewesen ist. Aber es gibt ein Video und das findet ihr auch auf meinem YouTube-Kanal. Also man hat 3 Minuten Zeit zu präsentieren und das Video ist wohl ganz gut angekommen, wurde mir dann auch verschiedentlich zugetragen. So, das war also meine Sache. Und nochmal Periroden. Olaf Brill, Michael Vogt. Olaf Brill ist der Autor, Michael Vogt der Zeichner. Für den Comic Der kleine Perry, genauer gesagt Der kleine Perry Band 1, Das Geheimnis des Wanderplaneten, ist da nominiert. Der Kinder an die Science Fiction heranführt. Und da habe ich tatsächlich mehrfach von Eltern gehört, dass das gut klappt. Also, dass da die Kinder also wirklich heiß drauf sind. Es ist auch ein wirklich ganz herzallerliebst gezeichneter Comic. Er ist sehr erfolgreich. Es erschien bei Carlsen, dem großen Comicverlag, und ist in mehreren Auflagen jetzt schon unterwegs. Also wurde mehrfach nachgedruckt. Und es ist fest angekündigt, dass demnächst dann auch der zweite Band kommt. Also, dass es eine Fortsetzung dazu geben wird. Das ist natürlich sehr schön. Was ist das überhaupt? Es erzählt so eine Variante des Beginns der Perirodan-Serie, sehr kindgerecht. Also Perry und Thora, die außerirdische Kommandantin, das sind da eben Kinder. Und das ist dann sehr variiert. Also es ist nicht einfach dieselbe Geschichte nochmal erzählt, sondern es ist dann sehr adaptiert, ist eigentlich das richtige Wort für ein kindliches Publikum. Ich weiß aber auch, dass es viele Erwachsene mit großem Vergnügen gelesen haben. Also,
Viele von uns sind ja auch sehr jung geblieben. Markus weiß, dass Band 2 Ende August, Anfang September kommt. Sehr schön. So. Ich freue mich sehr, dass ich da nominiert bin. Uns muss aber klar sein, dass es hier also einen starken Wettbewerb natürlich gibt. Also hier dieses In-Linear-Träumen, finde ich ganz herausragend. Ist was ganz Besonderes, finde ich. Und ich finde auch hier, der kleine Perry ist natürlich ein großer Erfolg, eine tolle Sache, die man auch bestärken sollte. Deswegen bin ich froh, dass man mehrere Nominierungen hier mit Punkten versehen kann. Zumal natürlich auch die anderen, die ich jetzt hier nicht genannt habe, das sind natürlich auch tolle Sachen. Also ich glaube, in der Kategorie könnte es ein recht enges Rennen geben. So, schauen wir mal. Also das sind diese Sonderpreise, das ist eben, das sind so Sachen, da könnte man etwas flapsig auch drüber schreiben, sonstiges. Ja, also das sind so Verschiedenes, könnte man auch drüber schreiben, sehr unterschiedliche Sachen, die da prämiert werden. Jetzt kommen wir zu den Kategorien, die klarer definiert sind. Deutschsprachiger Sachtext zur Science Fiction mit Erstausgabe 2023. Da kann ich generell wenig zu den Nominierungen sagen. Also wir können uns mal anschauen, was gibt's da? Felix Wirth, Science Fiction im Radio, Programm und Sound utopischer Hörspiele in der Deutschschweiz von 1935 bis 1985. Echtes Spezialthema, würde ich mal sagen. Dann Alfred Weicher oder Weicher, weiß nicht genau, wie sich das ausspricht, von Andromeda bis Utopia, eine Zeitreise durchs österreichische Fandom. Finde ich spannend, weil ich glaube, dass auch da vielleicht sogar mehr noch als in Deutschland Perry Rhodan prägend sein müsste, wenn man mal überlegt. So ein Ernst Witczek, Michael Markus Turner, Leo Lukas, jetzt bei der neuen Garde so eine Marlene von Hagen oder sowas. Also die haben ja unheimlich viele, Andreas Findig, Gerry Hainali, die haben ja unheimlich viele Österreicher, also unverhältnismäßig viele Österreicher, die irgendwie was für Perry Rhodan mal gemacht haben und für Perry Rhodan geschrieben haben. Außerdem gibt es natürlich in Österreich einen ganz herausragenden Sammler, den Hermann Urbanek. Da gehe ich davon aus, dass da auch die entsprechende Würdigung mit drin steht. Also da bin ich schon gespannt. Ich glaube, das habe ich sogar, habe ich jetzt nicht geguckt, ob ich das im Regal schon stehen habe. Muss ich mal schauen. Olaf Kemmler, Big Data is watching you. Werden wir durch unsere Smartphones belauscht? Ein Artikel auf Tor Online. Also auch ein Sachtext offensichtlich. Da kann ich jetzt was zu sagen. Hans Frei, Vision und Verfall, deutsche Science Fiction in der DDR. Der vierte Band der Sachtextreihe. Und der hat eigentlich, oder eigentlich, das gehört ja mit so mit dazu, die Historia geklappert. Also deutsche Science Fiction im Kaiserreich, deutsche Science Fiction zwischen den Weltkriegen, deutsche Science Fiction zu Beginn der Bundesrepublik. Und da ist dann natürlich komplementär deutsche Science Fiction in der DDR. Und das speziell dieses Buch habe ich jetzt nicht, die anderen drei habe ich. Aber das hat immer schon viel Aufsehen erregt, seine Arbeit da. Und er hat es auch immer sehr humorvoll vorgestellt. Das ist natürlich eine tolle Sache. Von Hans Frei habe ich letztes Wochenende in der berühmten Atherlein-Buchhandlung in Berlin ein Oktober 2023 signiertes Exemplar ergattert. Ja, das hat er da vorgestellt, das Buch. Er war öfters dort zu Gast. Ein ausgesprochen netter Herr. Stimmt, wurde mir dort versichert. Ja, versichere ich dir auch nochmal. Also mit dem war ich Eis essen auf dem Garching-Con.
Verstarb leider im Januar mit 74 Jahren, habe ich hier auch thematisiert, genau. Neben seinem SF-Engagement war er Politiker, Mitglied des Landtages. Richtig. Also war ein Politiker im besten Sinne. Aber ich habe da schon länger was drüber gesagt, als er verstorben ist. Also findet man das in dem entsprechenden Schreibzeichen dann auch. Gunther Barnevald, Handbuch der Planeten, Reiseführer durch die Welten von Jack Vance. Ja, wieso habe ich das jetzt nicht rausgesucht? Das habe ich auch. Also das Buch habe ich auch, das Handbuch der Planeten. Ist auf jeden Fall sehr, sehr schön aufgemacht. Das ist ein bisschen großformatiger, so, also grob DIN A4. Damit man dann eben auch diese Planetenbilder da anschauen kann. Es ärgert mich jetzt, dass ich das nicht rausgesucht habe, weil ich das ja habe. Corvus. Jetzt mal besser geguckt vorher. Ja, gut. Also, ich versteige mich zu der These, das ist jetzt aber keine Wahlempfehlung oder sowas, das ist jetzt mehr so prognostisch. Ich glaube, Vision und Verfall deutscher Science Fiction in der DDR ist, glaube ich, hier der Frontrunner in der Auswahl, würde ich vermuten. Werden wir ja dann sehen, ob ich da völlig falsch liege. Und es ist in keiner Weise eine Beurteilung der anderen Werke hier. Ich glaube nur einfach davon, wie präsent diese Werkreihe ist. Ich glaube, das wäre mein Tipp. Dann eine sehr schmale Kategorie, Hörspiel. Bei Hörspiel darf ich nicht abstimmen. Da darf nämlich kaum jemand abstimmen. Da dürfen nur schlaue Leute abstimmen, die in der Hörspieljury sind. Also da hat man gesagt, da machen wir also jetzt mal ganz klar, dass da jetzt also nicht Kreti und Pleti meint, was ihm gut gefallen hat, sondern dass da Leute mitmachen, die was davon verstehen, worauf es ankommt bei Hörspielen. Einmal der Ernstfall von Paolo Dörte und Kerstin Schütze, Regie Kerstin Schütze, Komposition The Set und Noir des ORF. Und nominiert ist Slug Hunters, Jagd auf die Jäger. Buch und Regie Bodo Traber, Komposition André Abshagen vom WDR. Bin ich natürlich ein bisschen lokalpatriotisch vorgeprägt. WDR sitzt ja hier in Köln, wo ich auch wohne. Die Hörspieljury ist sehr streng. In dem Anschreiben wurde uns mitgeteilt, dass auch noch ein drittes Hörspiel vorgeschlagen war. Da haben die von vornherein gesagt, nein, nicht nominierungswürdig, nehmen wir weg. Sodass nur zwei übrig geblieben sind und es kommt auch gar nicht so selten vor, dass die Hörspieljury sagt, dieses Jahr war gar nichts dabei. Also es ist eigentlich schon vergleichsweise viel, dass hier jetzt zwei auf dem Stimmzettel stehen. Die sind sehr streng traditionell beim Kurt Laßwitz-Preis. Also, ich bin zu Recht nicht in der Jury, weil ich nichts von Hörspielen verstehe. Deswegen kann ich da auch keine Prognose abgeben oder weiter was zu sagen. Jetzt beste Grafik. Thomas Thiemaier, der Vorjahressieger. Ich glaube, hier machen wir das mal so. Wir gucken uns mal die Grafiken an. Die kann man nämlich auf der Homepage anklicken, dass man die dann mal sehen kann. Hier sieht man also aufgrund des Formates schon, es ist ein offensichtlich umlaufendes Titelbild mit ganz tollen Details und großer Tiefe. Also wenn man da mal schaut, da hinten, wie das da alles so im Nebel verschwindet und so weiter. Und vorne im Vordergrund, welche Details man da alle so sehen kann, hier auf diesem Hügel. Ich hoffe, ihr könnt das auch sehen. Das ist schon eine ganz, ganz hervorragende Sache, klar. Also das ist schon ein Meister der Kunst, gar keine Frage, der Thomas Thiemaier. So, dann haben wir hier Horst Rählecke, das Titelbild zu Exodus 46. Bisschen surreale Anmutung. Eigentlich sehr surreale Anmutung. Und Perioden, Dirk Schulz. Für das Titelbild zu Perioden 3241, Facetten aus Eis. Aber nominiert ist nicht der Roman, sondern das Titelbild von Dirk Schulz. Da kann ich viel zu sagen.
Wir haben uns da entschlossen, dass wir das gerne nach vorne, also wir im Sinne von die Perry-Roden-Macher, haben mal vorher überlegt, was könnte man denn da mal für das Nominierungsjahr 2023 nach vorne stellen und haben uns hierfür entschieden, weil es ein, wir wollten was ganz klassisch Science-Fiction-mäßiges machen, nichts so abgedrehtes oder so, sondern wo man wirklich sagt, was macht denn die Science Fiction aus unserer Sicht im Kern aus? Und wollten dafür ein Motiv haben. Also eine fremdartige Welt, diese Eiswelt mit seltsamen Kristallen hier im Vordergrund, dann eine futuristische Stadtbasis, wie auch immer, die man da sieht. Natürlich astronomisches Phänomen hier im Hintergrund, das den Himmel hier füllt, dass dieser Traum von Sternen ist mit drin. Und wir haben einen Kugelraumer, das ist ja die typische Raumschiffform für unsere Perry-Roden-Serie. Das fanden wir dann insgesamt, dass es eben sehr viele Elemente enthält, die für uns eben für die Science Fiction stehen. Ne? Und ja, darum ist das jetzt nominiert worden. Ich sollte vielleicht dazu sagen, natürlich ist es so, wir sprechen da zwar drüber, das ist auch üblich, das machen andere Autoren und Verlage und so auch. Aber es ist jetzt nicht so, dass der Verlag als solches irgendwas vorschlägt, sondern die einzelnen Autoren, die einzelnen Titelbezeichner und so weiter, die reichen Vorschläge ein. Also sprich, auch wenn wir davor drüber gesprochen haben, war natürlich jeder frei zu sagen, ich möchte was anderes vorschlagen oder wie auch immer. So. Und dann gibt es noch weitere. Hier haben wir das Titelbild von Exodus 47. Exodus Titelbild hatten wir gerade schon mit Nummer 46. Hier ist jetzt 47. Eine Ansammlung exotischer Wesen, die uns da entgegenblicken. Auch schön. Hier Weltenportal. Ach so, wer hat das gemacht? Hier Ingo Lohse hatte dieses von gerade gezeigte. Und jetzt hier Detlef Kleber. Das gefällt mir auch sehr gut. Nicht nur, weil das hier so eine Art Kugelraum ist, der hier liegt, sondern weil das auch wieder so diese Tiefe hat, dass da im Nebel was verschwimmt. Ähnlich wie das Werk von dem Thomas Thiemaier. Hier noch so ein geheimnisvolles Artefakt hier. Hat so ein bisschen die Ästhetik, finde ich, von dem neuen Blade Runner-Film. Dann haben wir hier die Fantastisch, Ausgabe 92. Eine Collage von Olaf Kemmler. Und ich hatte ja vorhin schon gesagt, der Arndt Drechsler, der hat auch für andere Verlage was gemacht. Hier gibt es Space Western. Titel der Anthologie ist New Dodge. Und dieses Titelbild hier ist auch von Arndt Drechsler Sakjewski. Also nicht nur für sein Lebenswerk nominiert, sondern auch für die beste Grafik. Also auch da, vielleicht nochmal, wenn wir hier jetzt diese Grafik mal durchschauen, ich finde, da sind auch mehrere dabei, wo ich sage, das könnte echt eng werden. Also da sich da eine Reihenfolge auszusuchen und zu sagen, was ist denn da jetzt, in welcher Reihenfolge finde ich die jetzt gut, da muss ich selbst auch noch mal länger drüber nachdenken, glaube ich. So. Ist übrigens eine der Kategorien, wo üblicherweise die meisten Leute abstimmen, ist ja auch klar. Das kann man sich direkt auf der Webseite anschauen und sich eine Meinung bilden. Beim Roman zum Beispiel, da hat man dann vielleicht nichts von gelesen oder nur einen und dann ist einem das vielleicht auch zu blöd, da abzustimmen. Beste Übersetzung, das ist die zweite Kategorie, wo ich nicht mitstimmen darf. Es gibt eine Übersetzerjury, ist ja auch sinnvoll. Weil, damit ich das beurteilen kann, müsste ich ja jetzt das Original und die Übersetzung daneben legen. Und Surprise, Surprise, genau das passiert auch.
Also die Leute, die in der Übersetzerjury sind, die bekommen Auszüge aus dem Original immer mit dabei und können das dann praktisch daneben legen, neben dem Text. Was ist jetzt hier nominiert? Sharon Wegmann hat übersetzt Der Sturm. Jakob Schmidt hat übersetzt Straße nach überall hin. Mit Jakob Schmidt hatte ich mal Kontakt. Warum? Weil Jakob Schmidt der aktuelle Übersetzer ist von Dune. Und ich habe ja das Dune-Rollenspiel übersetzt und es war unser Bestreben, dass die Übersetzungen in den Romanen und im Rollenspiel identisch sein sollten, dass die Leute das wiedererkennen. Und ein paar von den Sachen waren aber noch nicht übersetzt. Also der Herzog von Caladan war zum Beispiel damals noch nicht übersetzt. Und wenn jetzt ein Begriff in dem Rollenspiel aufgetaucht ist, das in einem noch nicht übersetzten Roman, der in einem nicht noch übersetzten Roman aufgetaucht war, dann konnte ich hier mit dem Jakob Schmidt mich ins Benehmen setzen, was denn jetzt die beste deutsche Übersetzung sei. Der ist nochmal nominiert für die Neuübersetzung von Babel 17. Hannes Riffel für Der fünfte Kopf des Cerberus. Jennifer Michalski, die letzte Erzählerin. Dann Matthias Fersterer, Karin Nölle und Helmut W. Pesch für Immer nach Hause. Das ist das Werk, was vorhin erwähnt wurde bei den einmaligen Leistungen, dass das endlich mal nach Deutschland auch gekommen ist im Zuge von dem Carcosa Verlag, der hier ja dreimal nominiert ist. Also dreimal nominiert, das sieht man hier an den sehr charakteristischen Titelbildern. Ja, also diese drei hier, die sind alle aus dem Carcosa Verlag. So, und dann kommt Jan-Henrik Dirks für die Übersetzung von Tausend Arten von Blau. Ja, auch da bin ich zu Recht nicht in der Jury. Gut. Ningonaki sagt uns was über Fantasy-Cover. Gucke ich mir nachher an. Wir machen hier erstmal weiter. Bestes ausländisches Werk. Was haben wir da? Neal Stephenson, Termination Shock. Neil Sharpson, Ex Machina, Die Seele der Maschine. Chen Xianran, Tausend Arten von Blau, hatten wir ja gerade die Übersetzung auch nominiert. Emily St. John Mandel, Das Meer der endlosen Ruhe. Ursula Le Guin, jetzt das dritte Mal immer nach Hause. Beides ja noch nie übersetzt war. Rebecca Kwan, Babel. Die kenne ich übrigens. Ich hatte mal ein Panel in Dublin, wo sie Panelistin war und ich war der Moderator. Da ging es um Dark Fantasy. Lucy Kissek, Projekt Pluto, hatte ein interessantes Interview jetzt kürzlich in der Zeitschrift Fantastisch, die Autorin. Polly Ho Yen, The Mothers. Guy Hasson für die Geschichte, die hier in Science Fiction enthalten ist, nämlich Das perfekte Mädchen. Peter Cordron, Der Sturm, hatten wir gerade auch bei der Übersetzung. Und Ned Bowman, Der gemeine Lumpfisch. Das sind so Titel, mit denen ich gar nichts anfangen kann. Also jetzt nicht das Buch, kenne ich natürlich nicht, aber den Titel finde ich total Schrott. So. Ich kenne davon nichts. Also von daher kann ich da auch wenig zu sagen. Wahrscheinlich werden die Traditionalisten hier für immer nach Hause stimmen, könnte ich mir vorstellen. Ursula Le Guin hat halt eine große Fangemeinde, aber auch so eine Emily St. John Mandel hat eine große Fangemeinde, Neal Stephenson sowieso. Könnte mir vorstellen, Rebecca F. Kwang richtet sich ein bisschen mehr an ein jugendliches Publikum, dass da nicht so viele unter den Abstimmungsberechtigten sind, weiß ich nicht. Muss man mal schauen. Ich werde mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit in dieser Kategorie nicht abstimmen. Man darf das bis zum 31. Mai tun, aber ich möchte mich fokussieren auf die deutschsprachigen Romane und werde davon dann wahrscheinlich bis dahin
nichts gelesen haben, von daher auch keine qualifizierte Meinung haben und dann da auch nicht abstimmen. So, jetzt kommen wir Erzählung. Ich hatte ja vorhin erwähnt, Queerwelten, dieses Magazin, das da auch nominiert ist für die langjährigen Leistungen, dass das also auch öfter mal Kurzgeschichten veröffentlicht, die auch hier als preiswürdig angesehen werden. Hier jetzt Charlene Winter, Grüne Herzen, die Erzählung. Dann kommt Wolf Welling, Stupa aus Exodus 47. Exodus 47 besitze ich. Das heißt, das werde ich mir reinziehen. Das werde ich mir also angucken. Melanie Vogeltanz, No Filter, auch wieder aus Queerwelten. Hier nochmal auch dieses Magazin Exodus 47, Yvonne Tunert, Trauergeschäfte. Dann Yvonne Tuart, Der Spielplatz aus der Anthologie Jenseits der Traumgrenze. Dann wieder aus diesem Magazin Michael Schneiberg, Die Frau in der Wand. Kommt hier aus Köln übrigens auch der Michael Schneiberg, hat auch öfter mitgemacht bei dem Podcast Schriftsonar. Hat da immer eine sehr fundierte Meinung gehabt. Mal schauen, was rauskommt, wenn er da selbst schreibt. Dann Alkimira, Nicht von dieser Welt. Hier kommt jetzt die Geschichte, die ich schon kenne. Michael Marak, Stellaris. Folge Nummer 94, der Mann, der Räume glücklich machte. Zufällig, wirklich zufällig, veröffentlicht in diesem Heftroman Cyberflora von einem gewissen Robert Corvus. Aber da habe ich ja keinen Einfluss drauf, was da jetzt mit eingeheftet wird. Also ein glücklicher Zufall, dass hier tatsächlich die Gewinnergeschichte, Quatsch, nicht Gewinnergeschichte, nominierte Geschichte, der Mann, der Räume glücklich machte, von dem Michael Marak kommt. Michael Marak, wenn ihr jetzt überlegt, den Namen habe ich doch kürzlich gehört, ja, heute hier im Stream, der hat nämlich den Kanon mechanischer Seelen geschrieben, wo ja am Montag die meine Besprechung veröffentlicht wird. Dann kommt Dieter Korger, Nur ein Werbespot. Uwe Herrmann, der übrigens die aktuelle Stellaris-Geschichte verfasst hat. Hier aber nominiert mit Die End-of-Life-Schaltung. Und aus dem Klima-Zukunft-Buch, das heißt, das werde ich dann auch lesen, die Geschichte, Die Straße der Bienen von Christian Endres. Also, das heißt für mich, ich habe vorliegen hier Die Straße der Bienen, das werde ich lesen. Das kenne ich schon, das ist der zweite. Und dann hier die Sachen, die im Exodus 47 sind, dritte, vierte, fünfte. Also fünf Geschichten werde ich lesen. Und damit habe ich ja dann schon mal eine gewisse Basis zum Bewerten. Jetzt kann man sagen, eigentlich müsstest du die auch alle lesen, damit du das bewerten kannst. Ja, aber das ist bei dem Kurd-Laßwitz-Preis tatsächlich selten, dass die Leute alles gelesen haben. Und ich vermute einfach mal, dass es eben Leute gibt, die genau die Sachen nicht gelesen haben werden, die ich jetzt hier lese. Und die dann halt da einen anderen Schwerpunkt einfach haben von vornherein, einen anderen Interessenschwerpunkt. Außerdem, was hier jetzt in dieser Kategorie interessant ist, viele von diesen Geschichten gibt es auch hier, gibt es einen Link immer, komplette Story. Und zwar ist das auch wieder ein Verdienst von der Yvonne Tunert, weil die auf ihrem Podcast viele von den Leuten eingeladen hat. Lest doch mal eure Story vor und dann sprechen wir drüber. Man kann die also, wenn ich das jetzt auf die Schnelle richtig gesehen habe, nicht in dem Sinne online lesen, aber sich vorlesen lassen. Das ist ja auch schon mal was. Und das könnte ich mir vorstellen, das mache ich auch noch bei denen, die, wo das hier angeboten ist. Dann hätte ich also fast alle im Überblick. So, und jetzt kommen wir zur letzten Kategorie, Roman. Ganz unten haben wir Michael Markus Turner. Da mal jetzt nochmal groß. Mit der Terrania-Trilogie. Tack, tack. Die werden die Pereroden-Fans unter euch kennen. Klingo Games Kirk, hallo.
ist eben erschienen als Perioden 3208, 9 und 10 unter den Titeln Das neue Volk, Das Siegel des Großadministrators und Countdown und ist, ich würde sagen, euphorisch aufgenommen worden. Ist so eine Mischung aus inverser Erstkontaktgeschichte, wo also nicht die Menschheit das erste Mal auf einem fremden Planeten auf irgendeine Zivilisation trifft, sondern umgekehrt. Die Menschheit ist das etablierende, raumfahrende Reich, wenn man so möchte. Und es gibt jetzt so Kakerlaken, also so eine insektoide Spezies, die aus deren Sicht wird viel erzählt, wie die nämlich auf die Menschheit trifft. Und natürlich kann man dann auch mal aus dieser originellen Perspektive einen Erstkontakt schildern. Und die Menschheit, auf die wir dort treffen, ist natürlich die Menschheit der Periroden Gegenwart. Und deswegen auch für uns exotisch. Also die Menschen, das ist jetzt nicht einfach unsere heutige Zivilisation, die wir kennen. Fleischsäcke, genau aus Sicht von diesen chitinbepanzerten Kakerlaken. Das ist der eine Aspekt da drin. Aber damit ist noch nicht alles gesagt über diese Trilogie. Der nächste Punkt ist, dass es auch eine thrillermäßige Agentengeschichte drin. Da gibt es einen Club der Lichtträger, der sein Unwesen treibt. Und da gibt es auch nochmal ordentlich Action und Rambazamba mit denen. Und das fanden wir alle eine ganz tolle Mischung, das Publikum auch. Und dementsprechend ist das jetzt nominiert. Es gibt übrigens diese Trilogie inzwischen auch im Taschenbuch, also Paperback, gesammelt. Heißt dann Terrania von Michael Markus Turner. Oder eben textlich identisch in diesen drei Heftromanen. Es ist mir ein besonderes Vergnügen, nicht nur, weil ich finde, dass es tolle Romane sind, sondern weil damit dann auch mal dokumentiert ist, dass man Heftromane nominieren kann beim Kurd-Laßwitz-Preis. Das ist eine schöne Sache. Das war mir auch schon lange klar, warum. Weil ich da schon lange drüber gesprochen habe mit dem Treuhänder Udo Klotz. Der hat immer gesagt, jawohl, Heftromane können nominiert werden, sind nominierungsfähig. Einzige Voraussetzung, jemand, der keinen Perioden liest, der muss der Handlung folgen können. Sonst ist es Quatsch. Ne? Aber das ist halt, wenn das gegeben ist, dann kann auch ein Heftroman nominiert werden. Und in der Vergangenheit wurden auch öfter mal Heftromane vorgeschlagen, insbesondere von Perioden. Nur, das hat sich dann zu viel verteilt. Also sprich, einer hat jetzt Heftroman Nummer 3002 vorgeschlagen und jemand anders 3005 und dann noch jemand 3024 und dann ist eben jeder einzelne Heftroman nicht auf die erforderliche Anzahl gekommen, um dann zur Abstimmung gestellt zu werden. Und dieses Mal ist es uns aber gelungen, dass wir eben für die Terrania-Trilogie als Gesamtgeschichte, also als dreiteilige Gesamtgeschichte, dass wir da also dieses Quorum erfüllt haben und deswegen steht das jetzt hier zur Wahl. So, was gibt's noch? Dies ist mein letztes Lied von Lena Richter. Habe ich entweder letzte oder vorletzte Woche euch was zu erzählt? Das habe ich nämlich schon gelesen. Eine Novelle, eine Episodennovelle. Dann Brandon Q. Morris, ein sehr erfolgreicher Self-Publisher, der aber jetzt auch öfter mal was bei Verlagen veröffentlicht, in diesem Fall bei Fischer Tor. Tachyon, die Waffe, erster Teil der Tachyon-Serie. Eine kosmische Gefahr vom Rande des Universums. Erdmond, großes Archiv. Die Chronistin Zai Yini ist dafür zuständig, die Tachyonenkommunikation zu überwachen, mit der Nachrichten auch überlichtschnell übermittelt werden können. Als ihr die Forschungsdaten eines Astrobiologen zugespielt werden, kann sie kaum glauben, was sie liest. Aus dem Bericht geht hervor, dass auf einem Tropenplaneten im Adapt-System intelligente Lebensformen existieren. Ihre Kultur steckt jedoch noch in den Anfängen, kreist aber offenbar um ein Artefakt ungeklärten Ursprungs, das ihre Körperchemie zu beeinflussen scheint. Auch der Astrobiologe selbst scheint sich auf unheimliche Weise weiterentwickelt zu haben und er ist auf dem Weg zur Erde.
Jini ist davon überzeugt, dass von ihm große Gefahr ausgeht und beschließt, ihn aufzuhalten. Dafür muss sie Entscheidungen treffen, von denen nicht nur ihr Leben, sondern die Fortexistenz des ganzen Universums abhängen könnten. Darunter machen wir es natürlich nicht. Wir müssen jetzt hier das Universum retten. Also, das ist das. Dann Jacqueline Montemurri. Skapma, das Nanobot-Experiment. Paperback, Edition Roter Drache. Der Klimawandel hat den Norden Europas entvölkert. In Jokkmokk, einer der wenigen bewohnten Enklaven, soll die Stockholmer Kommissarin Selma Fredriksson einen Mord aufklären. Der samische Polizist Aslak Järvi unterstützt sie dabei, ohne zu ahnen, dass Selma ganz andere Ziele verfolgt. In der kargen Tundra des Sarek kommen die beiden einem Verbrechen auf der Spur, der mittels Nanotechnologie das Handeln von Menschen kontrollieren will. Sie wissen nicht, dass Selma längst mit den Nanobots infiziert ist, bis sie in der menschenleeren Weite ihre Waffe gegen Aslak richtet. Andreas Eschbach hat was dazu geschrieben. Andreas Eschbach schreibt, in der Filmbranche würde man das Ganze pitchen als Fräulein Smiller meets Drohnenland. Mir persönlich gefällt daran, dass es ein Science-Fiction-Thriller ist, den auch Leute lesen können, die eigentlich keine Science-Fiction-Romane mögen. Die Art Romane versuche ich ja auch immer zu schreiben. Naja, ob das jetzt hier ein Eschbach-Niveau ist, das hier erreicht wird, werde ich sehen. Dann die Vorjahres... Also Alchimira hat ja im Vorjahr gewonnen und hat jetzt hier nochmal einen weiteren Roman vorgelegt, nämlich Neurobeast. In absoluter Realität ohne Träume kann ein Bewusstsein nicht existieren. Die Stadt. Berlin im Jahr 2100. Der menschlichen Schöpfungskraft sind nahezu keine Grenzen gesetzt. 98% aller Menschen, Tiere und Pflanzen sind modifiziert. Bioinformatikerinnen und Geningenieurs wollen die letzten Geheimnisse des Lebens entschlüsseln. Es wird gezüchtet, präpariert und manipuliert. Die Biohackerin. Aruke lebt gemeinsam mit ihrer Community, den Unerschütterlichen, hoch oben auf den Dächern Berlins. Auch wenn nach außen hin alles normal erscheint, mit Arukes Körper stimmt etwas ganz und gar nicht. Liegt die Ursache in ihrer Kindheit im komplett synthetisch erzeugten Amazonas? Und was hat Riva Lux, geheimnisvolle Mega-Celebrity, damit zu tun? Aruke spürt eine ganz besondere Verbindung zu ihr. Je mehr Aruke in ihrer eigenen Vergangenheit eintaucht, desto mehr wird alles, woran sie glaubt, in Frage gestellt. Klingt für mich, hallo Görniana, klingt für mich recht ähnlich zum Vorjahrestitel. Neongrau. Weil ich den Eindruck habe, es ist wieder so ein bisschen so eine Cyberpunk-mäßige Welt und das sind wieder jugendliche Protagonisten und es geht so ein bisschen wieder ums Erwachsenwerden. Schauen wir mal. So, dann kommt Christian Kellermann, Adam und Ada aus dem Hirnkost Verlag. Hardcover, das einzige Hardcover hier im Rennen, wenn ich es richtig sehe. Ja. Der Atlantik unserer Zeit ist ein Molekül. Der Tunnel unserer Zeit ist ein Algorithmus. Das Kryptonit, die intelligente Proteinmaschine. Das Bohren, die Manipulation der Moleküle. Der Bohrer, der Quantencomputer. Die Arbeiten unserer Zeit, Ada, sind die Daten. Natürlich hat Ada McAllen sich als eine der ersten ein Implantat einsetzen lassen, um ihr Projekt Adam zu nutzen und zu testen. Schließlich hat die App ihr Unternehmen AIX ganz nach vorne auf dem Gebiet der KI-Entwicklung gebracht.
Inzwischen stehen Sie und Ihr Team kurz vor dem nächsten Durchbruch der vollständigen Berechenbarkeit von Proteinen, den zentralen Bausteinen des Lebens. Doch der Druck auf Ada wächst, während in ihrem Privatleben alles aus den Fugen zu geraten scheint. So sagt es der Klappentext. Und dann gibt es noch eine weitere Nominierung, nee, zwei, aber eine habe ich hier noch vorliegen, nämlich Sven Haupt, Niemandes Schlaf. Sven Haupt übrigens jemand, der immer hoch gehandelt wird beim Deutschen Science-Fiction-Preis. Desertierende Drohnenschwärme, halluzinierende Rechner, virale Wurstbrote und überall diese verdammten Blumen, fluchte der General. Das ist doch kein Leben für einen Soldaten. Wie soll sich jemand in diesem Irrsinn noch zurechtfinden? Wer oder was auch immer da gegen uns arbeitet, entgegnete Calvin ruhig, weiß genau, was er tut. Das Ganze ist in seiner völligen Chaotik viel zu regelmäßig. Jemand möchte, dass es genauso aussieht, damit wir nicht verstehen, dass es einen zentralen Punkt gibt, an dem alle Fäden zusammenlaufen. Nach Stille zwischen den Sternen, ausgezeichnet mit dem Deutschen Science-Fiction-Preis 2022 und Wo beginnt die Nacht, begeistert Autor Sven Haupt in Niemandes Schlaf erneut mit einer ebenso ungewöhnlichen wie bedeutenden Sci-Fi-Geschichte, sagt der Klappentext. Und dann gibt es noch, das habe ich aber noch nicht, Reda El Arbi, empfindungsfähig. Wenn ich es richtig gesehen habe, kommt dieses neue Buch da, also dieses letzte Buch, Reda El Arbi, empfindungsfähig aus der Schweiz. Dürfte damit die einzige Schweizer Nominierung sein, zumindest was ich so wahrgenommen habe. Aber daran, dass ich hier jetzt diesen ganzen Stapel Bücher liegen habe, ja, daran könnt ihr erkennen, dass ich zumindest mal die beste Absicht habe, mich da jetzt reinzulesen, also mich da schlau zu machen, was die Nominierung in der Romankategorie angeht, damit ich da kompetent auch abstimmen kann. Bis jetzt kenne ich, dies ist mein letztes Lied, und die Terrania-Trilogie. Also die beiden Nominierungen kenne ich immerhin schon mal. Und letztes Jahr hatte ich vier Romane gelesen und dafür abgestimmt. Das sollte mir leicht fallen dieses Jahr. Vielleicht, aber ob ich alle lesen kann, weiß ich nicht. Aber doch einen ganzen guten Teil davon, das denke ich schon. So, das ist es. Also, hier kann man dann nochmal alle Nominierungen sehen. Man sieht, es gibt sehr viele, großes, breites Feld hier in der Erzählung. Und da sieht man auch, dreimal drin hier Exodus, eine Exodus-Ausgabe, dann noch eine weitere Exodus-Ausgabe, also eigentlich, wenn man so will, viermal Exodus und zweimal Queerwelten. Ach so, habe ich gar nicht eingeblendet. So, also, jetzt. Hier sieht man die nochmal alle und hier sieht man dieses Feld aus den Erzählungen und da sieht man halt, hier eine Exodus-Ausgabe, da dreimal eine Exodus-Ausgabe, also viermal Exodus und zweimal Queerwelten und einmal Nova, richtig? Nova, genau. Das heißt, ich hatte das ja erwähnt, wenn man Kurzgeschichten in der Science-Fiction schreibt, dann ist das eine gute Plattform, sind das gute Magazine, um da zu veröffentlichen, wenn man bei diesen Preisen wahrgenommen werden möchte. Also das ist schon mal ganz interessant. Ne? Ausländisches Werk, leider zu meiner Schande muss ich gestehen, ich bin da echt abgehängt, also da habe ich keinen Puls dran. Grafik haben wir uns ja alle angeschaut, ja, also das finde ich auch schön, dass man die auf der Webseite alle nochmal sehen kann. Ich habe da einige deutliche Favoriten, aber muss ja nichts heißen.
deutschsprachiger Sachtext. Erfreulich viel, das ist in vielen Jahren sind das viel weniger. Sonderpreis werde ich logischerweise nicht abstimmen in der Kategorie, weil ich ja selbst nominiert bin, hier für die Organisation von den Awards. Und finde aber natürlich schön, ich werde ja nicht abstimmen, ich mache da wirklich nichts, ne? Aber ich finde natürlich, mich freut natürlich für die Kollegen, mit denen ich enger zusammenarbeite, dass sowohl diese Wistzeichnungsausstellung von dem Gregor Sedlak als auch der kleine Perry, dass die auch beide da nominiert sind. Sonderpreis, langjährig mit unserem Arndt Drechsler hier drin. Und dann hier kritisch engagiert intersektional. Interessant, auch deswegen, weil es das erste Mal vergeben wird. Also, ich bin mit diesem Jahrgang a priori erstmal sehr zufrieden. Also gefällt mir schon mal gut, was da so an vielfältigen Sachen nominiert ist, was man da für einen Überblick auch über die Science Fiction bekommt, was man auch für einen Eindruck bekommt, wie vielfältig die Aktivitäten sind, die in der Science Fiction in Deutschland stattfinden. Also das ist schon eine schöne Sache. Jetzt hatte Negonaki, nochmal hier nicht wieder groß. Habt ihr denn eigentlich irgendwas schon gelesen von diesen Nominierungen da? Negonaki hat hier geschrieben, weil wir gerade so bei Covern sind. Wenn man sich die Titelbilder der derzeitigen Fantasy ansieht, sind diese zumindest bei den ausliegenden Werken wahnsinnig überfrachtet und gleichzeitig auch nichtssagend. Vernichtendes Urteil hier. Interessant ist, dass der gewünschte Effekt aus der Masse herauszustechen bei mir dann nicht mehr zieht, weil ich mir diese Tische gar nicht mehr angucken kann. Es sieht alles so gleich aus. Da würde eher herausstechen, was schlichter daherkommt. Auch das sind Modeerscheinungen und Wellenbewegungen. Also es gab eine Zeit, da wurden gar keine szenischen Titelbilder gemacht. Ja, da wurden dann einfach nur, ihr kennt von Bernard Hennen, von den Elfen zum Beispiel, dass da immer irgendwie so ein Schwert im Boden steckt. In verschiedenen Varianten. Und dass da eben irgend so eine große Waffe drauf ist, das haben die damals alle gehabt. Die Zwerge hatten immer irgendeine Form von Axt. Und die Trolle hatten, glaube ich, einen Morgenstern. Also das war irgendwie, man konnte dann anhand der Waffe erkennen, was es für eine Reihe ist. Aber es war immer eine Waffe. Und dann gab es eine Zeit, das waren dann immer so Porträts, und zwar bevorzugt von Leuten mit irgendeiner Kapuze auf. Ja, also so Assassin's Creed-Ästhetik. Und im Moment sind das halt so diese szenischen Cover. Aber ich gebe dir da durchaus recht, es ist dann alles dann doch wieder irgendwie ähnlich. Also das finde ich auch schade. Aber da sieht man eben auch wirklich so die Modeströmungen. Negonaki, welches Buch aus der Fantasy hast du als letztes gelesen? Da schaue ich doch direkt mal nach. Bin ja ein Statistikfregel und habe eine Leseliste. So. Also natürlich habe ich die Vagabunden gelesen, weil ich es ja geschrieben habe. Das ist klar. Tak, 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 tak. Wenn man so will, nicht von meiner Art. Das ist so ein Bilderbuch für Erwachsene, aber ist kaum Schrift drin. Also das wäre dann das Neueste. Und sonst müsste ich tatsächlich ins letzte Jahr noch mal gucken. Ich merke, es ist lange her, dass ich Fantasy gelesen habe.
Habe ich denn letztes Jahr keine Fantasy gelesen? Das gibt's doch gar nicht. Also außer den Sachen, die ich selbst geschrieben habe, natürlich. Ja. Also eine Anthologie ist von Oliver Pla oder Kurzgeschichtensammlung von Oliver Platschka, Das öde Land, habe ich gelesen. Da sind zumindest einige Science, Quatsch, Fantasy-Geschichten drin. Ich habe tatsächlich keinen Fantasy-Roman gelesen im letzten Jahr. Das ist ja interessant. Jetzt bin ich schon bei 2022. Da habe ich gelesen den Roman Eis. Das ist der dritte Teil der Chaldinger Saga. Und zwar habe ich den beendet am 27. November 2022. Dann einen Roman, da erinnere ich mich gar nicht daran. Mal eben gucken, was das überhaupt Ach klar, von Bernhard, den dritten Schattenelfenband, das eherne Wort. Genau. Den habe ich auch 2022 gelesen. Aber interessantes Ergebnis auf deine Frage, Negonaki. Also offensichtlich habe ich lange mich nicht mehr umgetan in den Gefilden der Fantasy. Außer die Perioden, das bin ich da und das Klima Zukunft vom Hirnkost Verlag habe ich genau auf dem Stapel, sagt Klimo Games gerade. Ja, also ist ja auch wirklich interessant, dass das da mit diesen verschiedenen Stiftungen so zusammen entstanden ist. Markus Regler hat ein Neurobeast gelesen, holla, und natürlich die Terrania-Trilogie. Da konnte ich nicht ausweichen, das ist klar. Mark C64 auch die Terrania-Trilogie. Markus, ist denn jetzt tatsächlich meine Vermutung richtig, dass Neurobeast so ähnlich ist wie Neongrau oder ist es ganz anders? Wollio Not Quest müsste dieses Jahr auf der FeenCon oder dem Niederrhein-Con deine Werke feilbieten. Ja, ich weiß noch nicht wo, aber ich möchte auf mindestens eine dieser Veranstaltungen tatsächlich fahren. Also das habe ich tatsächlich vor, dass ich mindestens entweder auf der dem FeenCon oder dem Niederrhein-Con sein möchte. Die sind ja sehr ähnlich, sind beides so Spieleveranstaltungen mit Literatur im Rahmenprogramm. Wo wir schon bei Veranstaltungen sind, werde ich nicht müde darauf hinzuweisen, dass ich ja nächsten Monat, Mitte nächsten Monats in Wildau bin, im Arzien-Center. Und da könnt ihr euch ein Ticket sichern unter der E-Mail-Adresse thalia.wildau@thalia.de. Also auch darauf sei nochmal hingewiesen. So. Ja, Kurt-Laßwitz-Preis. Negonaki hat ein Ticket an der Abendkasse, sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ich finde diese Preisgeschichten immer spannend. Wir haben neulich noch mal drüber diskutiert. Gestern sozusagen, was denn diese Preise überhaupt bringen. Und sie sind immer eine schöne Anerkennung für denjenigen, der nominiert ist und denjenigen, der gewinnt. Also deswegen auch nochmal hier von dieser Stelle aus schon mal zur Nominierung meinen Glückwunsch an alle Nominierten. Und natürlich diejenigen, die gewinnen, für die auch. Und das ist eine ganz schöne Referenz. Also man schreibt ja immer, wenn man irgendwo ein Manuskript einreicht, so eine Aufstellung, was man denn schon so gerissen hat. Also was man
schon veröffentlichen konnte und so weiter. Und da packt man in der Regel auch mit dazu, wenn man irgendwelche Preise gewonnen hat. Also das ist ganz, ganz nett. Ja. Es wirkt sich in Deutschland leider nicht unbedingt so darauf aus, oder leider, es ist erstmal eine Tatsache, kann man ja gut oder schlecht finden, wirkt sich nicht so sehr darauf aus, viele Bücher an den Endkunden zu verkaufen, weil dafür außerhalb des Fachpublikums diese Preise einfach zu wenig bekannt sind. Das ist einfach so. Markus Regler, Neongrau kenne ich noch nicht, aber ich vermute stark, dass sich das ähnelt. Die Romane sind lose verbunden, spielen in der gleichen Welt. Ja. Erik Manoli wäre schön, wenn du mal eine Lesung in der Nähe der alten Heimat hättest. Ja, also ich bin ja offen für alles. Görnjana, wer bewertet die Werke? Das bewerten die Leute, also die Science-Fiction-Schaffenden, so ist der Terminus. Sprich, Leute, die mindestens einen Teil ihres Lebensunterhalts mit Science-Fiction verdienen. Das muss man nachweisen gegenüber dem Treuhänder. Und der nimmt einen dann auf so eine Liste. Und dann kann man sowohl Sachen vorschlagen, als auch dann über die vorgeschlagenen Sachen abstimmen. Und das läuft jetzt bis zum 31. Mai. Also das ist ja der Abstimmungszeitraum seit gestern bis 31. Mai. Und das sind theoretisch, glaube ich, so etwa 500 Leute, ein paar weniger wahrscheinlich, und praktisch so etwa 200, weil die anderen gesagt haben, ich habe keine Lust, oder die haben halt nach ein paar Jahren, ein paar Jahre lang haben die gar nicht geantwortet, und dann hat er die halt in so einen Schläfermodus versetzt. So. Also daher ist es vergleichbar mit dem Nebula Award im internationalen Bereich und, das kennen natürlich alle, mit den Oscars. Die Oscars machen das auch so. Also bei den Oscars, da muss man nämlich Mitglied sein in der Academy of Motion Picture Arts and Sciences oder so heißt das. Auf jeden Fall ist das so dieser Branchenverband der Filmschaffenden in den USA. Und wenn man da Mitglied ist, dann darf man mit abstimmen über wer die Oscars denn da so gewinnt. Also sprich, ein Fachpublikum, das ist wahrscheinlich der beste Ausdruck. Also es ist keine Fachjury, es sind nicht irgendwie 12 Leute oder was. Es sind immer die gleichen Görnianer. Also weil ich ja, also ich habe ja letztes Jahr war, habe ich ja schon einen Teil, also ich bin ja Science-Fiction-Profi, ja, oder ja. Und von daher, ich werde bis an mein Lebensende, werde ich abstimmungsberechtigt sein. Also einmal abstimmungsberechtigt, immer abstimmungsberechtigt. Muss einmal eben sagen, hier, guck, ich habe jetzt hier, aber bin jetzt hier, aber im Profimarkt bin ich jetzt aber, oder Profimarkt muss noch nicht mal sein, aber ich bin jetzt hier wirklich professionell, bin ich hier tätig und vielleicht auch nur so im Fanmagazinbereich, aber schon mit einem professionellen Anspruch bin ich hier unterwegs und dann darfst du mit abstimmen. Dann kommst du in diese Kartei und wirst dann jedes Jahr wieder angeschrieben dafür. Eben wie bei den Oscars auch. Also auch wenn ein Steven Spielberg letztes Jahr jetzt keinen Film gedreht hat, dann ist er trotzdem, gilt er als fachkundig und darf mit abstimmen. Und so ist das bei uns auch. Also das ist so die Idee dabei. Gut, 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 gut. Ja, bei den ESFS Awards, die hatten, habe ich heute erfahren, Probleme mit ihrer Webseite. Die können die irgendwie nicht richtig updaten. Deswegen sind da die Nominierungen noch nicht zu sehen. Aber mit etwas Glück nächste Woche. Dann können wir da auch mal gucken, was denn da so Phase ist. Also was denn auf europäischer Ebene nominiert ist. Da kann ich natürlich insbesondere zu den deutschen Nominierungen was sagen. Die anderen wahrscheinlich eher nicht. Aber da kann ich euch dann erläutern, warum die entsprechend nominiert worden sind, falls die nächste Woche dann draußen sein sollten. Ich schicke euch jetzt rüber zu Bardehaus. Da gibt es also noch mal ein bisschen Musik, wenn ihr mögt. Ebenfalls, wenn ihr mögt, sehen wir uns dann nächste Woche wieder.
Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Abend und eine schöne Woche. Und vielleicht schaut ihr ja mal ein bisschen auf der Seite vom Kurt-Laßwitz-Preis und guckt mal nach, ob da was ist, was euch inspiriert. Bis dann, auf Wiedersehen.